was wir hier haben, ist Seidenstoffe und Lampenöl. Mal zu schauen, was die denn so wollen. Was ging nicht? Was? Ah, Ziegel. Schmuckwein. Schmuckwein. Ja. Gut, die brauchen nur noch vier Sachen. Das heißt Kleidung, Nahrung, Schmuck und Wein. Ich wollte es doch abreißen. Schmuck und Wein. Ja, tolle Wurst. Hier unten. Hier. Nein, hier wäre theoretisch was abbauen können. Aber Schmuck braucht ja, glaube ich, auch Dias. Also Diamanten. Die gibt es hier unten auf. Eure Herrschaft war weise und fruchtbar. Die Menschen eures Volkes sind glücklich und möchten euch danken. Ihr dürft euch ein Denkmal setzen. Schon wieder ein Denkmal? Was ist denn heute los? Eine Denkmalsammlung. In euren Straßen wütet die Pest. Ja, und ich hätte gemeint, ich bin gut. Salz ist auch so schlimm, oder was? Scheiß drauf, wir haben ziemlich viel Salz, oder? Womit salzen wir gerade? Scheiß Ende. Das heißt, die Nulle? Nulle-Pille? Das heißt, von der anderen Seite können wir das theoretisch auch anbauen. Das machen wir jetzt auch. So. Nein. Geht das nicht? Aha. Doofkopf. Logisch haben wir keine Stoffe mehr. Weil ich Doofkopf heiße. Ganz einfach, ich Doofkopf. Der hier wird von dem wohl bewirtschaftet noch ein bisschen. Saline. Nee, was geht jetzt nicht, oder was? Ach, so geht das. Tacho, Nacho, Nacho. Hier, zacka, nacka, ding, dong, bum, bum, tschakka, tschakka, bum. Also gut, wir haben hier wieder Salin angebaut, was uns wieder vorantreiben wird. 200 Tonnen und Salz geben wir aus. Das geben wir nicht aus. Das nehmen wir eher sogar ein. Bei Salz sind wir jetzt eher auch schon am Anschlag. Nee, komm, dann baue ich so ein kleines Hütchen hier hin. Dann kapp ich die Scheiße. Ich hab gesagt, weg. Und dann so hin. Bei 7 ist er genug, oder? Ich glaube, er geht auch so nicht. Ey, das. 3000 im Plus bei dieser Ansammlung hier von Menschen. Das heißt, mehr als die ganze Siedlung ist an Kaufleuten angesiedelt, außer hier hinten haben wir noch ganz kleine Bürger, die wieso weiß Gott nicht aufsteigen wollen, weil sie einfach so dumm sind. Ne, weiß ich wahrscheinlich nicht. Salze nicht so wenig haben oder Badewannen nicht erfüllungsbedingend haben. Das heißt, hinten setzen wir gleich noch. Okay, Badewanne, Feuerwehr tut sie auch. Taco und Nacho, jetzt haben die Badewanne und dann können sie wahrscheinlich dann irgendwann mal aufsteigen. Außer müssen die Salze auf 75% steigern. Dann sind wir am Arsch der Welt. Ich hoffe,
Irgendeinmal holt man hier Salze ab. So, wieder Straßenproblematik hier. Steigt jetzt immer noch nicht. Was ist denn los? Ach, da haben wir nicht gesehen wegen. Ist doch hier. Geht ja, oder? 4. Ja, miteinander nur 3. Und der hat Auto 4. Haben wir jetzt genügend Salz? Also Saline haben wir. Das heißt, er produziert hier 6. Das heißt, wir könnten mal wieder eigentlich theoretisch 2 von dieser Sorte bauen. Wie? Rum? Was? Wie? Wie? Ah, so. Volle Wurst. Achso, hat abgeholt. Derp. Nein, das hier. 2-mal. Wieso geht das nicht hier? Ne, ging ja. Scheiß Bausystem hier. Doofkopf. Nein, falsch. Nein. Mit jeder zweiten Taste kommt man ja in dieses scheiß Menü. So. Ihr habt wahrscheinlich gerade links oben die Aufnahmezahl, die FPS-Aufnahmezahl von Fraps gesehen. Ich sag's immer Fraps, von The X-Story gesehen. So. Rum war die Scheiße. So, die produzieren eigentlich schön. Salz haben wir zwar immer noch nicht, aber immerhin. Zu 100% das heißt, ich brauche gar nicht so viel Salze. Aber ich glaube, ich werde eher noch mal kurz. Vieh, hallo? Wie, Vieh, behindertes scheiß Vieh. Habt ihr gar nicht gesehen? Habt ihr nicht gesehen? Nein, habt ihr nicht gesehen? Nee, nein, nein, nö. Habt ihr gar nicht gesehen? Nein, ich möchte nichts hören von diesem Scheiß. Müssen sie auch kaufen, Leute? Ja, genau. Oh, das habt ihr aber gehört. Vermute ich mal. Die Tasten habt ihr gehört von diesem Game. Nee, Game. Tastatur. Die Tasten des Gamepads. Die Tasten der Tastatur. Ja, ich glaube, im Allgemeinen sind sie von. Also von. Bis. Ja. Schleiter! Das ist Schweizerdeutsch. Also, ein Dialekt von Schweizerdeutsch. Ich glaube, Berner war das. Ja. Wo ist eigentlich meine Mannschaft hier? Ist die irgendwie flöten? Ach, hier hin! Wir haben ja noch hier so Statuen und so zur Verfügung. 2 bis 3 Manne. War das hier die? Kackflunzen? Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt! Na und? Wenigstens kein Mob. Kein Moppel. Noch 2. Oder. Wir machen dann. So. Wir machen dann hier hinten einfach mal Rodungen. Und hinten dann ein kleines, aber feines Dörfchen. Dörfli. Dörfchen.
Wie auch immer. Für den Anfang müssen wir kurz, da wir Schmuck, stimmt, Schmuck müssen wir auch irgendwo noch herholen und die Gesonnen möchte ich nicht begegnen. Die sehen sehr nicht friedlich aus. Die haben Anschlag und, ach, weißt du was, verkauf die Scheiße. 25 Stück pro Tonne. Gold pro Tonne, genau so war das. Weinanbau können wir hier sehr schön machen. Nur, dass uns leider Gottes die Hammer ausgehen. Bauen wir eben noch ein paar Hämmerchen hier in irgendwo. Nein, es hat so nicht Platz. Nein, sorry Leute, stimmst du gleich wieder. Ah! Scheiß Taste, ey, neben. Hier, dann da. Ritzenklöten. Hallo, ist ja. Ah, scheiße. Wo geht das nicht? Tu das Ding mal ab hier. Kacke. Ja, ein Pelzjäger haben wir. Genau. Jetzt haben wir ja einen Pelze und dann. Der braucht auch noch Stoffe. Scheiße. Schau mal. Ja, nee, okay. Stoffe müssen wir jetzt nicht anschauen. Okay, die brauchen auch noch Stoffe. Das heißt. Ach, und Seide. Ach, scheiße. 48. Nein. Weil die hier einfach ein bisschen zu wenig am. Und haben die einfach irgendwie. Hatten die keinen Anschluss zu holen und was? Ich komm nicht raus. Die 6 hier schaffen es locker, aber die 9 bis 10 haben eine Brut im Kasten. Da unten haben keine Badehaus. Was wollte ich machen? Wein! Nee. Ich hatte hier unten. Genau. Die zwei gebaut. Die Pelze zu Kleider verarbeiten. Wenn wir dann genug Kleider haben, dann bauen wir. Na, wir haben schon sehr viel Kleider. Können wir hier theoretisch kurz leihen und so? Geht das? So wie es ausschaut, ja nicht. Nee, ich möchte. Oh! Hier hinten aber auch nichts Neues. Das heißt, wir hätten hier theoretisch wirklich das eine Dingens, aber das können wir gar nicht einsammeln, weil die hier irgendwie. Was machen die eigentlich hier? Auch Grund, oder? Nö, die haben hier Ziegenfarme. Naja. Uga. Oh, Zensur. Warte mal, funktioniert das so? Ja, so halbwegs schon. Das, ja. Ich weiß. Ich
hier haben wir irgendwie eine... So, und schon wieder ist ein Part von Anno 1503 vorbei. Was passiert jetzt? Das wissen wir heute noch nicht, denn die Geschichte ist ja nicht zu Ende von diesem alten... der Kneipe. Aber was wir wissen ist, dass wir ein großes Abenteuer starten. Eine große Geschichte. Und irgendeinmal noch in die Weite hinaussegeln werden. Bis dahin, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.